Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute zum Halloween Special 2022 Phasmophobia zusammen mit Birlibi. Guten Tag. Und weil wir ja natürlich keine Loser im Geistergeschäft sind und uns natürlich gut auskennen, stellen wir direkt auf Schwierigkeit hier. Was ist das höchste? Albtraum oder sowas? Mach mal hoch hier. Ja, wir machen Albtraum. Mach mal Albtraum rein. Sonst ist das auch gar nicht. Genau, Albtraum, sehr gut. Sonst ist es auch viel zu einfach für uns. Haben wir es? Ja. Okay, okay. Mach wieder runter, mach wieder runter. Okay, Anfänger, ne? Ja, Anfänger. Mach runter. Okay, okay. Dann machen wir bereit. Okay, wir machen bereit, okay. Okay, los geht's. Okay, wir sind angekommen beim Haus. Die Klappe geht auf und wir gehen hinein bei der Schwierigkeit Profi. Dum, dum, dum. Albtraum meinst du? Albtraum, meine ich doch. Okay, wir gehen durch die Räume und kontrollieren auf Anomalien. Hallo? Gefriertemperaturen. Ja, und Gefriertemperaturen. Das ist ja auch eine Anomalie sozusagen. Halt, wir sollten erstmal die Sicherung anknipsen. Wo ist denn die Sicherung? Warte, Ist doch. Sicherung ist doch an. Ach so, Sicherung ist an, ja, das ist gut. Dann mach mal Licht an. Aber dann brennt die doch durch. Nein, nur wenn zu viele Sachen an sind. So, wir gucken hier überall. Bis jetzt schlägt auch das EMF-Gerät nicht aus. Das ist schon komisch. Ah, EMF5! EMF5! Warte. Ja, warte, ich guck. Im Bad. Ich guck noch. Oder? Hier ist. Es sinkt. Temperaturen sind gerade auf 10 Grad gesunken und jetzt sind sie wieder bei 10 Grad. Wie ist es im Flur? Flur 11 Grad, jetzt wieder 18. Im Bad ist nichts mehr, nee. Doch, im Bad ist 11 Grad, 10 Grad. Ja, das reicht. Okay, ich schätze mal, das Bad könnte ein guter Hinweis sein. EMF5 haben wir aber auf jeden Fall schon mal. Ja, das können wir ja in unser Buch schreiben. Sehr gut, okay. Wir haben erstmal was aufgezeichnet, das ist sehr, sehr wichtig. Hier, das war dieser Ausschlag. Da war EMF5 zu dingsen. So, okay. Wir nehmen uns als erstes mal erstmal ein Stativ mit. Warte, das muss erstmal kurz abgestellt werden. Wir brauchen Kameras. Dann mal los. Ich nehme mal Geisterbuch mit, stell das dahin. Ja. Wir gucken uns jetzt den ganzen Raum an. Wir verwanzen den quasi. So, stellen. Wie kann ich das offen hinlegen? Einfach hinhocken und F, oder? Hinhocken und F, warte. Ja. Okay. Hast du die Kamera aufgestellt? Ja, das Licht hier muss nochmal aus. Hier, zack. Haben wir hier schon. Ah, guck mal, da ist der Autoschlüssel, den habe ich nochmal mitgehen lassen. Du könntest auch nochmal Salz hinstreuen. Ja, Salz könnte ich machen. Und dann die Tür zu machen. Ja, gut, ich streue mal Salz auf den Boden rum und dann mache ich die Tür zu. Ja, ich guck mal weiter. Ja, du guckst weiter und lässt mich hier vom Geist holen, ja. Ja, ist doch toll. So, wir streuen mal Salz. Oh Gott, ich dachte gerade, da ist der Geist, aber das bist nur du. Salz in die Wunden streuen, Tür zu und raus hier. Okay, ich bin wieder raus mit dem Salz, das ich verbraucht habe. Wir brauchen mehr Hinweise. Ja, wenn ich hier bin, dann hört er das eh nicht. Da ist Ronald Myers, heißt er. Oh, er ist reingetreten ins Salz. Und er hat ins Buch geschrieben, raus. Okay, das bedeutet Geisterbuch, ne? Ja, Geisterbuch. Geisterbuch. Okay, es können nur noch 3 sein. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt noch... Oh, solange der EMF 5 an ist, will ich da nicht rein. Hm. Kommst du da bitte mit rein? Ja, warte, ich möchte noch ganz kurz gucken. Ja, dann warte ich auch mit dir. Ja, aber ich glaube, Dots ist nicht mehr, nee. Warte, ich guck mal, wenn wir da noch... Dots geht gar nicht, Dots geht Warum? Gar nicht. Ach so. Weil dann wären keine Geister mehr übrig. Ja, dann können wir das rausstreichen. Orbs gehen auch nicht mehr. Nicht. Box würde noch gehen. Gefriertemperaturen würden noch gehen. Und Fingerabdrücke. Okay, ich gehe dann rein jetzt. Ja, den Dots-Projektor kannst du dann abbauen, dann kann man besser beobachten. Ja. Aber Orbs können es ja eh nicht mehr sein. Ja, aber ich schaue nochmal mit der Taschenlampe nach Fingerabdrücken. Mach mal aus, das grüne Ding, genau. Hast du den Wasserhahn angemacht? Nee. Oh, schmutziges Wasser. Geh fotografieren. Hol die Kamera. Ich hab... Oh Gott. Ja, mach ich. Oh, Gefriertemperaturen. Okay, wir haben's. Wir haben Gefriertemperaturen. Wir haben den Geist im Hardcore-Mitternachts-Albtraum-Modus gespottet hier. Okay. Wir machen noch ein Foto. Kann man noch holen? Ich komm, ja. Ach, du bist schon. Okay, dann mach mal.
Ich trag schon mal Oh hier. Gott, flackerndes Licht, ich will da eigentlich Raus, nicht mehr raus, raus, rein. raus, raus. Ja, ich gehe da einfach nicht mehr rein. Ach, Wir haben es das gefallen. schmutziges Wasser, da kümmert sich der Klempner drum, dafür sind nicht wir zuständig. Wir geben hier nochmal ein. Warte, ich muss noch eingeben. Was war das? Gefriertemperaturen, streichen das andere Shade. durch. Und es ist ein Shade. Lesen wir uns nochmal kurz durch, mit was wir uns es hier im Albtraummodus zu tun hatten. Einem Shade, wo haben wir ihn denn? Shades sind bekannt als schüchterne Geister, das ist gut. Befindet man sich im selben Raum mit dem Geist, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Okay. Stärken. Es ist schwierig, einen schüchternen Geist zu entdecken. Schwächen. Ein Shade wird nicht jagen, wenn er Gesellschaft in einem Raum hat. Oh, das ist schön. EMF5, Geisterbuch und Gefriertemperaturen. Alles, was zutrifft. Hoffen wir mal, dass wir gute Geisterjäger sind und dass die alte Dame, die da wohnt, wieder einziehen kann. Ihre Autoschlüssel haben wir jetzt zwar gestohlen, aber eine kleine Prämie kann auch nicht schaden. Genau. Und es war ein Shade. Es war ein Shade. Ja, wir haben es Ja, wir geschafft. haben es geschafft. Wir haben einen Geist im Hardcore-Ultra-Modus herausgefunden. Und die EP rattern da durch und das Geld. Wir sind wieder reich. Es war ein Shade. Verrückt, verrückt, verrückt. Ich wünsche euch frohes Halloween. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt viel zu kurz ist, aber es müsste schon. Ist doch super. Ist doch Wir haben es super. Wir haben es geschafft. geschafft. Besser geht's gar nicht. Da ist egal, wie kurz das Video ist. Denn wir haben es geschafft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.